Seit 10 Jahren ist der Macan ein Bestseller. Jetzt kommt der neue, voll elektrisch. Ich bin den Prototyp schon gefahren. Er fährt wie ein Porsche. Jörg, was waren die Ziele und die Herausforderungen bei der Entwicklung, dass die Identität dieses Erfolgsmodells erhalten bleiben? Wenn wir ein neues Modell entwickeln, dann geht es natürlich bei Porsche immer um Performance, um Fahrdynamik. Das ist Porsche, das ist unser DNA. Aber das gepaart mit Effizienz und dann noch unsere Designsprache, das war die Herausforderung. Und die wollten wir uns stellen und das war unser Ansporn. Kann man so roundabout sagen, wie viele Testkilometer das Modell hat, bevor es in Serie geht? Also ich kann dir sagen, wir haben jetzt schon über 3,5 Millionen Testkilometer in der letzten Zeit abgespult. Das sind mehrere 24 Stunden von Le Mans hintereinander. Ja, da muss ich lang fahren, bis du das erreichst. Wir sind weltweit unterwegs. Wir müssen sowohl sämtliche Temperaturbereiche natürlich abdecken, sprich mindestens minus 30 Grad bis plus 50 Grad, was wir im Death Valley zum Beispiel abdecken. Wir haben ein SUV, wir wollen natürlich die komplette Bandbreite auch absichern. Deshalb Schotter, Schnee, Sand, um alles gesamthaft abzubilden, da sind wir weltweit unterwegs. Es ist einfach wichtig, das Auto muss aussehen wie ein Porsche, das muss jeder erkennen, die Flyline muss passen und trotzdem muss die Effizienz da sein. Und da ist natürlich der CW-Wert auch ein entscheidender Faktor an der ganzen Geschichte. Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich war im Windkanal und habe mir da von Aerodynamikern und von Designern das Fahrzeug erklären lassen, die Effizienz. Wow, Thomas, in welchem Abschnitt sind wir denn hier im Windkanal? Ist ja der Wahnsinn. Hier sind wir im Herz der Aerodynamikentwicklung von Porsche. Wir sehen vor uns den großen Antrieb. Ich war noch nie in einem Windkanal und schon gar nicht jetzt hier so nah an diesem Lüfterrad. Also ich meine, die Dimension ist ja Wahnsinn. Hier wird der Wind beschleunigt, hier sind es etwa 70 km/h. Das erzeugt am Ende 300 km/h in der Messstrecke. Aber nicht hier, sondern... Nicht hier, nein. Hier an der Stelle ist die Geschwindigkeit deutlich niedriger. Ich habe noch ganz viele Fragen, aber jetzt lass uns mal zum Auto gehen. Und jetzt zeigen wir mal die dieses Auto gemacht haben, den Peter, unseren Designer, und Andi, unseren Aerodynamiker. Wie läuft denn das Zusammenspiel ab? Was will der Designer, was will der Aerodynamiker oder wo hakt es manchmal? Wie läuft so das Zusammenspiel? Die Grundform soll ja Porsche-typisch bleiben. Und das ist manchmal so ein Konflikt mit den Vorgaben, die halt die Jungs für uns geben. Und da müssen wir halt zusammenkommen, damit das weiterhin ästhetisch gut bleibt und trotzdem gut funktioniert. Auf jeden Fall arbeiten wir an jedem Millimeter. Ne? Ja, genau. War eine ziemlich intensive Zusammenarbeit mit den Designern. Gerade diese Ecken, die man hier auch schön akzentuiert sieht. Der Aerodynamiker möchte immer weit rausgehen. Mhm. Vor allem bei kürzeren Überhängen ist es wichtig, weiter rauszukommen. Okay. Und das Design möchte eher weiter innen bleiben. Und ich glaube, wir haben hier gerade auch in Kombination mit dem Air-Curtain-Kanal einen sehr guten Kompromiss gefunden. Das muss man sagen, das ist noch ein Prototyp, so nicht das Fertigauto natürlich. Aber man sieht ja schon, wo es hingeht. Ne? Weil ich finde es jetzt schon absolut inspirierend. Es ist immer noch ein Prototyp, aber du siehst zumindest schon mal die Dinge, an denen wir gerade noch arbeiten, denen wir jetzt gerade noch den letzten Schliff geben. Könnt ihr mir ein paar konkrete Beispiele nennen, wo man diese Zusammenarbeit perfekt sieht? Ich glaube, es kam ja euch auch entgegen, dass wir gesagt haben, aus Aerodynamik-Sicht, wir legen jetzt die Bremsenkühlung aus dem Unterboden in die Front. Mhm. Wir konnten aber durch den Kühlluftlampenverschluss dieses ganze Thema eigentlich wieder kompensieren und trotzdem eine relativ bullige Front schaffen, ohne aerodynamische Verluste. Also aus dem Motorsport kenne ich ja, fahren wir mit geschlossenem Unterboden, gerade beim LMP damals. Und das bringt dann richtig was. Wie sieht das hier aus beim neuen Macan? Wir haben schon einmal einen komplett geschlossenen Unterboden durch den Batterieboden. Und haben es in dem Fahrzeug dann auch geschafft, die ganzen angeschlossenen Bereiche wie Vorderachsverkleidung, Hinterachsverkleidung vollflächig glatt anzubinden. Damit sind wir dann schon bei dem Thema, was sich dreht. Die Räder, wenn du solche Fahrzeuge anschaust, sind mehr verschlossen, sie haben weniger Durchströmung, wir brauchen auch nicht mehr ganz so viel Bremsenkühlung und was ganz neu ist, die Reifenflanken sind optimiert. Eins muss ich dazu sagen, Designer lieben ja große Räder und der Macan, der hat riesen
Felgengrößen. Also wir gehen bis 22 Zoll. Das ist ja unglaublich attraktiv. Ja. Also das Fahrzeug zu diesem Gesamtlänge und Radstand hat sehr große, flächige Räder. Ich persönlich bin auch ganz happy damit und die sind auch top optimiert. Ja. Wir haben noch nicht über das Heck gesprochen, weil da läuft ja auch vieles zusammen. Da passiert ja ganz viel. Man kann letztendlich sagen, dass die Dachlinie ab der B-Säule nach hinten gehen eigentlich der Enabler war, um überhaupt in diesen niedrigen Luftwiderstandsbeiwärtsbereiche vorzudringen mit einem Fahrzeug dieser Größe und in diesem Segment. Kann man dann Wert nennen? Mit dem Macan erreichen wir unseren CW-Bestwert von 0,25. Das ist ein Zehntel besser als der Vorgänger. Was ein Riesenschritt bedeutet. Riesenschritt, was letztendlich 85 Kilometer mehr Reichweite bedeuten. Also nur die Aerodynamik. Das Fahrzeug hat sehr starke und ambitionierte Zielwerte und da haben wir uns geeinigt, dass wir nur so hinkommen, dass wir das gesamte Dachzug noch mal anschauen. Mhm. Wir haben adaptive aerodynamische Elemente, die das Fahrzeug noch mal in unterschiedlichen Fahrsituationen besser machen. Mhm. Und das haben wir aber sehr schön integriert und Integration ist ja auch insofern wichtig, weil dadurch du ein deutlich klareres und sauberes Design hast. Jörg, jetzt sehen wir, was unter dieser aerodynamischen Außenhaut an Technik steckt. Jetzt gehen wir mal richtig ins Detail. Kannst du mir da ein paar Eckdaten sagen, ein paar Zahlen geben? Wir werden eine Leistung von über 450 kW haben in dem Fahrzeug. Ja. Drehmoment über 1000 Newtonmeter. Und wir sind deutlich unter 4 Sekunden. Okay. Und es hat sich extrem schnell angefühlt. Und ich muss sagen, reproduzierbar. Ich meine, das ist unser Versprechen, nicht einmalig den Schub zu erleben, sondern natürlich nachhaltig. Mhm. Und das, was wir früher versprochen haben, das versprechen wir mit den elektrischen Autos genauso. Kannst du es mal zeigen, wie man auch diese Dynamik hinbekommt? Stichwort Packaging und Stichwort auch Gewichtsverteilung. Eins ist natürlich wichtig, die Batterie im Zentrum mit einem extrem tiefen Schwerpunkt hilft uns natürlich. Aber wenn man vielleicht hier hinter geht, man sieht schön, wie wir den Antrieb nach hinten gedreht haben. Dadurch haben wir Platz geschaffen hier für die Hinterachslenkung. Wir haben hier 5 Grad Winkel, den wir einstellen können. Dadurch haben wir natürlich super Wendekreis und das andere, Fahrdynamik, brauche ich dir nicht erklären, was Hinterachslenkung beiträgt für die Dynamik. Und auch optisch sieht man schon, wir haben hinten natürlich eine extrem starke E-Maschine, um natürlich dann voll variabel nach hinten die Kraft zu verteilen. Und on top vielleicht noch, wir haben das Luftfahrwerk, höhenverstellbar, mit einem 2-Ventil-Dämpfer. Das kann natürlich auch die Spreizung, Sportlichkeit und Komfort dann sicher darstellen. Wie erreicht man diese Porsche-typische Dynamik und Performance und trotzdem die Reichweite auch? Ja, als erstes brauche ich Leistung. Um genügend Leistung hinzukriegen, brauche ich ein paar vermeinte E-Maschinen, aber natürlich die richtige Batterie. Mhm. Wir haben eine 100 Kilowattstunden Batterie in das Auto integriert. Davon können wir 95% nutzen. Und dann ist natürlich das Thema Rekuperation. Wir können bis zu 240 kW über die Bremse rekuperieren. Das heißt, eigentlich brauchst du ganz selten überhaupt die Bremse, die mechanische. Viele, wenn sich die Frage stellen, das Laden sollte ja möglichst schnell funktionieren, überall problemlos idealerweise funktionieren. Kannst du uns dazu ein paar Eckdaten geben? Also für uns war wichtig, ein möglichst breites Ladefenster. Wir können mit 270 kW laden und das über einen sehr, sehr breiten Bereich. Aber ich denke, dass es schon auch beeindruckend ist, dass wir in so 4 Minuten können wir 100 Kilometer nachladen. Wow. Also ich glaube, das sind schon beeindruckende Werte. Erprobt ihr das Laden denn auch in unterschiedlichen Ländern? Was ganz wichtig ist, wir haben unterschiedliche Ladestandards und deshalb sind wir in unsere Hauptmärkte überall unterwegs zum Erproben und auch laden, denn Laden muss beim E-Fahrzeug funktionieren. Kannst du mir einen Wert jetzt mal sagen von der Reichweite? Naja, ich kann dir sicher sagen, dass alle Derivate über 500 Kilometer kommen werden.
muss sagen, er bremst und lenkt wie ein Porsche. Unheimlich gutes Feedback über die Lenkung. Man spürt die Power, die Beschleunigung. Aber der Macan soll ja nicht nur Sportwagen sein, oder? Sondern auch ein Alleskönner. Das muss ein Alleskönner sein. Der muss den kompletten Kundennutzen abdecken. Er muss erkennbar sein als Macan. Die gesamte Bandbreite haben wir geschafft. Und die Herausforderung, das umzusetzen, das war Ansporn für uns alle.